Komm. Komm. Willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns wieder in unserem geliebten Wien. Ein Monat Mexiko haben wir jetzt hinter uns. Man sitzt natürlich an der Bräune oder am Schnubbi. Es ist hier eiskalt. Ihr seht, wir sind nicht klüger geworden in Mexiko, aber wir sind top motiviert, Leute, und wir starten das Ganze direkt mit einer kleinen Exploring Mission. Und zwar befindet sich hinter diesem Zaun hier ein Loch, das uns ein Zuschauer geschickt hat. Wir wissen nicht, wo das Ding hinführt, aber wir haben richtig Bock, das Teil zu exploren. In dem Sinne, nicht viel schnacken, es geht direkt rein, Leute. Wir gehen rein, ich bin motiviert, Leute. Dann erkunden wir das Teil mal. Sesam, öffne dich. So, nach dir. Wir befinden uns jetzt auf dem besagten Gelände. Aha, das erste Hindernis. Entweder vorbeiklettern oder wie Jesus durchs Wasser rennen. Ich gehe, glaube ich, hier rüber. Ja, noch sind wir trocken. Oh. Hier in der Dunkelheit soll sich das Loch befinden. Oh, shit. Was ist das da? Das sieht aus wie das Tor zur Hölle. Oi, 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 oi. Da ist kein Ende in Sicht. Ohne Schutz gehen wir da nicht rein. Das schaut sehr dreckig aus. Ohne Schutz wird nicht gezaubert. Der Spezialschutz, in dem kann uns nichts mehr passieren. Ich würde sagen, rein da gleich. Das sind nur viele Spinnweben. Ein Spinnenstock oder wie? Das geht arg tief und es sind überall Spinnweben. Du wirst gleich sehen, wieso das Ganze hier uneinladend ist. Wir sind hier jetzt am Eingang des Lochs, für uns geht's jetzt ran. Ich habe schon ein paar Spinnen gesehen, die sich abgeseilt haben. Ziemlich ekelhaft. Was drinnen. Ist das für ein Spinnenkorpus? Hört sich mal diese Backsteinmauern an. Das wird jetzt Zeit für den absoluten Tunnelmodus. Wir werden uns jetzt hier wie zwei Maulwürfe durch diesen Tunnel bewegen. Ohne Halt, Frido, komm, los geht's. Vergiss die Spinnenattacke. Vor den Kakerlaken hat er keine Angst, aber bei den Spinnen, da ist Schluss. Komm, Tempo machen, Tempo, Tempo. Ah, Krampf, meine Oberschenkel. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da ganz hinten wird es ein bisschen enger. Oh, wieso muss ich da eigentlich immer als Erster rein? Komm, Bro, stell keine Fragen, weiter geht's, weiter geht's. Da beim Frieder muss ich konstant Angst haben, dass mir der ins Gesicht furzt. Wie eine Katzenlady bewegt sich der da durchs Loch. Schimmlige Weberknechte. Okay, wir sehen da vorne irgendwas. Der Frieder sagt, das könnte das Ende sein. Ich hoffe mal nicht. Ah, ich habe ein Spinnweben unter der Nase. Die Moskitos sind ekelhaft. Ja, da vorne ist das Ende. Na, wir werden jetzt trotzdem bis nach vorne gehen. Nur um uns zu vergewissern, dass es doch wirklich das Ende ist. Hier wird es nochmal schmaler. Hier, schmäler oder schmaler? Schmäler. Hier geht es nicht weiter. Ja gut, da ist das Ende. Es ist zugeräumt oder eingebrochen. Da geht es nicht weiter. Müssen wir wohl oder übel hier noch in der Gegend nach noch einem Loch suchen. Gut, raus aus diesem Drecksding. Oh! Ah! Ich habe ja die Birne angehaut. Oh, die Schimmlinge schon wieder. Müsst ihr euch mal geben, wie ich hier herumgehe? Dieser Walk ist ja wirklich einzigartig. Der Maulwurfgang. Oh. Oh, meine Oberschenkel. Aber da ist ja der Ausgang. Komm, Fido. Fast geschafft. Oh. Freiheit. Yes. Immer schön die Hände waschen, Kinders. Leute, da es in diesem Loch nicht sonderlich weit ging, werden wir uns jetzt direkt auf die Suche machen nach noch einem Loch oder eventuell Richtung Wald gehen, da wir dort einige Sprünge gesehen haben. Und so ein kleines Waldtraining jetzt fände ich schon geil. Da gibt es noch ein abartiges. Was der da immer entdeckt. Dieses Loch da. Bro, das geht sich doch niemals aus, will ich jetzt sehen. Alter! Da vorne ist das Ende. Zu früh gefreut, aber wir finden heute noch was. Na gut, Bro, komm runter da. Scheint so, als würde das heute wieder ein Loch-Marathon werden. Aber da haben wir doch Bock.
Das ist wohl das Nächste. Frieda und ich haben gerade 5 Minuten lang überlegt, ob wir dieses Loch wirklich durchziehen sollen. Alter, sowas von! Ich habe schon Bock, weil es geht um die Ecke und ich habe Lust, irgendwo anders dann rauszukommen. Direkt da rein. Ich glaube, das wäre das engste Ding bis jetzt. Das machen wir schnell weg. Ah, das ist klaustrophobisch. Das geht urweit rein, das wird auch enger kurz und das sind Spinnen. Komm schnell rein. Schnell rein, sagt er, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ab ins Maul mit euch! Oh. Alter, ist das klaustrophobisch. Ich sehe aus wie ein Alien gerade auf der Cam. Alles gut da vorne? Da wird's gleich eng. Das höre ich gern, los geht's, komm. Oh. Alter Schwede! Puh. Richtig anstrengend. Ich lieg genau mit dem besten Stück auf einem Riesenstein. Ich fand's bis jetzt gar nicht klaustrophobisch, aber jetzt habe ich kurz nachgedacht, wie eng das eigentlich ist. Glaubst du, das ist eine gute Idee? Absolut. Ich brauche auf jeden Fall mal eine kurze Pause. Was ist da vorne? Irgendeine Art Käfig. Ein Käfig? Hier drinnen? Ja. Für Vögel. Der Vogel, der sich hier rein verirrt, muss aber ordentlich einen am Helm haben. Es wird wirklich enger. Wow, okay, das ist eng und da ist eine Spinne. Wow, wow. Wow, Bro, da wird's richtig eng. Alter Schwede, kommen wir da eh wieder raus? Bro, kommen wir da eh wieder raus? Ich denke schon. Wenn die Lampen leer gehen, dann sind wir Wenn die Lampen leer sind, sind wir echt am Arsch. Dieses Ding ist so eng und ich kann mich echt nicht mehr umdrehen. Das ist schon klaustrophobisch, wenn man sich nicht mehr umdrehen kann. Alter. Stell dir den Tunnel jetzt noch mit Kakerlaken vor. Ja, das wäre vorbei. Bro, ich muss hier resten kurz. Ich leg mich kurz hin. Schlaf mal kurz eine Runde. Ja, schlaf mal eine Runde. Meine Schultern, ich krieg schon einen Krampf. Ja. Ich probier jetzt irgendwie dem Fedor die Cam zu geben. Alter, kommst du da hin? Ah, ist das knapp. Komm, bis noch. Komm, bis noch. Du nach vorne. Ah! Alter. Da kommt einfach gar nichts und vor mir sind Weberknechte, die recht groß sind. Die muss ich dann ignorieren. Ja, das ist schon heftig. Ich hoffe, dass es da bald rausgeht, weil zurück wird Hardcore. Das sage ich euch jetzt schon. Da wird's eng. Ich melde mich, sobald irgendwas Neues kommt. Da ist er, der Domi. Ich bin gerade beschäftigt mit Spinnenbetäuben hier. Komm, Alter, mach ein bisschen Meter. Oh, diesen Vogelkäfig, der nervt mich extrem. Ja. So. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber nach dem klaustrophobischen Teil hier vor mir geht es da um die Kurve leicht. So, jetzt kommt das enge Loch. Ekelhaft. Alter, wird's gatschig. Bro, glaubst du, das ist eine gute Idee, da jetzt noch weiter zu gehen, weil ich werde immer müder und der Weg zurück wird auch immer weiter. Wenn man daran denkt, irgendwie wie weit man hier schon drinnen ist und was für ein Weg noch bevorsteht, da wird's richtig klaustrophobisch und da vorne ist halt kein Ende in Sicht. Genau, halb schon am Weg düsen. Ist auch schon erledigt, oder? Hier gibt's keinen Rest für die Schultern, das ist so anstrengend. Ich bin so müde. Ja. Alter, hängt ein Spinnwebe dran. Ah, eklig. Dieser behämmerte Vogelkäfig, den ich da jetzt schon 10 Meter vor mir herschlepp. Alter, ich krieg langsam Aggressionen auf dieses Ding. Mittlerweile ist es so anstrengend, dass ich diese Lampe als Kopfstütze verwende. Leute, die Schultern können sich hier einfach nicht entspannen. Unglaublich. Okay, Bro, weitergehen oder? Boah, ich weiß nicht, Mann. Siehst du die Kurve? Nein, ich sehe jetzt gar nichts mehr. Aber du siehst kein Licht, gar nichts. Nein, gar nichts. Wir überlegen gerade, ob wir an der Stelle den Rückzug antreten. Wir sind jetzt echt schon ungefähr 20 Minuten drin. Es ist todesanstrengend, extremst klaustrophobisch und eng. Und wir sehen da vorne kein Licht oder keine Biegung, gar nichts. Es geht einfach nur gerade weiter. Also es kann auch sein, dass es hier noch, weiß ich nicht, 5 Kilometer entlang geht. Boah, es ist hier echt... Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das Ding ist echt todesschmal. Rückzug? Ja, Rückzug. Ja, komm raus hier. Ja. Im Rückwärtsgang raus hier. Boah, Alter, wird das anstrengend. Oh, du hast den Vogelkäfig bei den Eiern. Ah, meine Kochon. Ah, komplett über den Stein gewobbt.
Mit den Kronjuwelen. So weit kann es nicht mehr sein. Ich mag hier auch einfach nur aus. Komplett staubig. Dieser Tunnel, der hat es wirklich in sich. Alter, Leute, man lobt hier konstant mit seinem besten Stück über solche Dinge hier. Riesige Steine, spitze Stöcke. Es ist wirklich eine Tortur. Wie weit ist das bitte noch? Oh, kämpfen. Kämpf dich durch. Ja, Tageslicht. Die letzten Meter hier. Ich bin draußen. Freiheit, komm wieder. Komm, Bro, ein Meter noch. Boah, mir ist schwindelig, bist du der Boah. Boah, mir ist so schwindelig, ich wollte einfach nur mal raus. Boah, wir sind jetzt ungefähr 1,5 bis 2 Stunden unterwegs und ich fühle mich echt so müde, als hätte ich 3 Tage durchtrainiert. Dieses ständige am Bauch robben, das ist echt kein Spaß. Jetzt noch ein Waldtraining, das wird die eigentliche Challenge. Für uns heißt es jetzt kurz mal 10 bis 15 Minuten hier einfach auf der Wiese chillen und dann geht's weiter. Revitalisiert geht's jetzt direkt rein in ein kleines Waldtraining, Leute. Wir haben Bock. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Umgefallene Bäume, dicke Äste, all das könnten potenzielle geeignete Parcours-Spots im Wald sein. Wir haben sehr lange nicht mehr im Wald trainiert, aber macht auf jeden Fall Bock, sofern man was Geeignetes findet. Aber ich bin zuversichtlich. Wir sind jetzt ungefähr 10 Minuten in den Wald gegangen und haben diesen kleinen Spot hier entdeckt. Und zwar eine Reihe von umgefallenen Bäumen. Ich glaube, hier finden wir ein paar Challenges. Das sieht gut aus, oder? Dann würde ich sagen, wir starten direkt. Schau, was ich da gerade Frankes gefunden habe, eine Bienenwabe. Alter, geil. Oder die Odds, dass du einen Biss nimmst. 5. 3, 2, 1, 4. Ah. Alter. Und durchkau das Ding. Alter. Frieda ist gestärkt. Auf in die Bleierei. Yes, easy. Yes. Anstrengend hier in diesem Waldboden anzurennen. Ich bin auch so erledigt von diesem Tunnel. Ja, und verwandle das Ganze gleich in eine Combo. Yes, geil. Gerade diesen wunderschönen Pree hier entdeckt. Und zwar von dem Ast hier, darüber, wo der Feder steht. Ziemlicher Maximalsprung und noch dazu wackelt dieser Ast ein wenig. Aber keine Angst, der liegt da sicher auf. Wir haben uns das schon genauestens angesehen. ja, das heißt, das wird wahrscheinlich ein bisschen Kraft wegnehmen. Ich muss nochmal extra abspringen. Fredo cleart gerade die Landing und dann geht's doch schon rein. Ich habe ein bisschen Schiss, ich filme von seinem Absprungort, ob es mich da nicht runterbellert. Ah ja, ein bisschen wackelt schon. Vielleicht katapultiert es sich ja auch weg. Yes! Unterzwungen weggenommen. Es war ungefähr genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Hey Leute, geil! Wie geil ist das, Leute? Okay, Vollgas jetzt. Vollgas abspringen, den hast du. Yes! Geil! Es ging sich ganz genau aus. Nice! Das ist schon ein dickes Ding. Yes! Perfetto! Flip
Jeep ist auch abgehakt. Jetzt können wir es sein lassen. Leute, wir sind am Ende des Vlogs angekommen. Das war's für heute. Wir sind todmüde. Also diese Grabelei hat einen wirklich komplettestens erledigt. Jetzt noch ein nices Training im Wald gehabt. Heute werde ich gut schlafen können. Ja. An der Stelle nicht vergessen zu abonnieren natürlich. Schickt's alle Locations. Wir brauchen gute Locations. Schicken, 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 schicken. Und jetzt abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut's rein.